Hallo liebe Nachbarn und Freunde des Kulturzentrums Staaken. Ich bin's mal wieder, euer Kalle und habe für euch heute ein paar schöne, leichte Übungen mitgebracht. Diesmal aus der Küche. Was denkt der ein oder andere aus der Küche? Wie soll das denn gehen? Na klar, stellt euch doch vor, eure Kartoffeln sind am Kochen und ihr habt noch ein wenig Zeit. Warum nicht einfach mal zwei Flaschen in die Hand nehmen? Da kann man doch was Tolles mitmachen. Schön den Arm nach vorne strecken und wieder ranziehen. Nach vorne strecken und wieder ranziehen. Und immer dabei lächeln und wieder ranziehen. Und nach vorne und wieder ranziehen. Es geht auch zur Seite. Zur Seite und zusammen. Zur Seite und zusammen. Zur Seite und zusammen. Die Übung könnt ihr wiederholen, solange ihr wollt. Jetzt kann man einen Fuß nach vorn stellen, etwas leicht wippen dabei und nach vorne und wieder heran. Nach vorne und wieder heran. Und auch hier zur Seite und wieder ran. Den Fuß mal wechseln. Vorne und wieder ran. Nach vorne und wieder ran. Und auch hier zur Seite und wieder ran. Wer sich etwas unsicher fühlt bei der Übung, nimmt nur eine Flasche, hält sich fest und macht die Übung mit einer Hand nach vorn und wieder zurück. Nach vorn und wieder zurück. Und auch hier wechseln. Vorn und wieder zurück. So, schauen wir doch mal, was noch Schönes da ist. Ein Nudelholz. Mal sehen, was man damit machen kann. Ach, ich habe da auch schon eine Idee. Einmal festhalten. Greifen, greifen, umgreifen, drehen. Greifen, greifen, umgreifen, drehen. Greifen, greifen, umgreifen, drehen. Greifen, greifen, umgreifen, drehen. Eine Übung, die man stundenlang machen kann. Greifen, greifen, umgreifen, drehen. Wisst ihr was? Ich bin Vegetarier. Deswegen habe ich auch hier ein vegetarisches Kochbuch. Ihr könnt natürlich jedes Kochbuch nehmen, was ihr wollt. Wollen noch mal gucken, ob unsere Balancefähigkeit noch einigermaßen in Ordnung ist. Nehmen das Buch, legen es auf den Kopf, tarieren uns aus und nehmen mal die Hände schön beiseite. Wieder zugreifen. Einmal kurz wegnehmen und noch mal auflegen. Und schön beiseite die Hände. Nicht schummeln, nicht vorher einen Hut aufsetzen, schön versuchen, das Buch schön zu balancieren. So, die nächste Übung ist bestimmt auch was für Kaffeetrinker. Ich habe hier zwei Teebeutel, ungekocht natürlich. Nicht vorher kochen, macht sich nicht so gut in der Küche, wenn die nass sind. Aber wir könnt ja mal versuchen. Schön die Teebeutel drehen, die Handgelenke schön gelenkig halten. Drehen und drehen und dabei auch mal nach außen gehen. Und hier auch schön drehen. Und wieder zusammen. Und zusammen. Außen. Sicherlich hat jeder von euch so ein Handtuch. Dient jetzt nicht da, um sich zu verstecken oder Grimassen zu schneiden. Nein. Versucht doch mal einfach festzuhalten, loszulassen und mit der anderen Hand zuzugreifen. Und nochmal mit der anderen Hand festhalten. Loslassen und zugreifen.
der natürlich nicht ganz so schnell ist, hält die Hand schon mal in der Nähe und greift zu. Andere Hand. Und zugreifen. Auch die Übung könnt ihr so lange machen, wie ihr wollt. Aber immer darauf achten, wenn die Kartoffeln nachher überkochen, dann bin ich nicht schuld. Achtet auf die Zeit. Und greifen. Dann könnt ihr euer Handtuch mal nehmen, hier greifen und auf die andere Seite greifen, über die Schulter nach hinten zugreifen und auch hier zugreifen und schön so lange, wie es euch gefällt. Auch das Handtuch sollte nicht allzu nass sein, ist nicht so angenehm. Nicht, dass ihr jetzt denkt, ich will jetzt einen Kaffee trinken. Man kann mit dieser Tasse, vielleicht auch einen Becher aus Plastik, damit, wenn er runterfällt, was wir nicht hoffen, nicht gleich kaputt geht. Ich zeige euch mal die Übungen. Ihr versucht mal unter dem Arm hindurch, über den Kopf, einmal zu drehen und seid wieder an derselben Stelle. Wechselt die Hand, wieder einmal drehen und seid wieder an derselben Stelle. Nun gibt es sicherlich Fortgeschrittene bei euch, die können das ja mit zwei Tassen probieren. Im Übrigen, nicht die Tassen voll machen mit Kaffee, Wasser oder Tee. Könnte schief gehen. Also, zusammen drehen. Seht ihr? Und schon könnte das Wasser rauskommen. Und nochmal. Schön unterm Arm durch. Über den Kopf. Und wieder nach hinten drehen. So, wenn ihr jetzt immer noch Zeit habt, die Kartoffeln immer noch nicht fertig sind, wir haben ja immer noch unser Nudelholz und können mal hiermit eine schöne Übung machen. Wir strecken es einmal über den Kopf, so weit es geht, und drehen uns in die eine Richtung, so weit es geht, wieder zurück in die andere Richtung. Nicht übertreiben dabei und immer schön lächeln. Ist egal, was ihr macht, lächeln ist wichtig. Und wenn es dann zu schwer wird, auch hier ist die Möglichkeit, einmal einen Fuß nach vorne setzen und nach vorn und ranziehen. Nach vorn. Und ranziehen. Nach vorn und ranziehen. Auch hier den Fuß mal wechseln zwischendurch. Und nach vorn und ranziehen. Nach vorn und ranziehen. Je nachdem, wie ihr Lust habt, könnt ihr diese Übung fortsetzen. Eine andere Sache ist, einmal nach rechts und einmal nach links. Einmal nach rechts und einmal nach links. Und auch hier schön strecken die Arme. Immer versuchen, die Arme auch senkrecht, waagerecht zu lassen. Und ganz langsam. Bei der nächsten Übung brauchen wir einen Stuhl, setzen uns entspannt hin, nehmen unser Nudelholz und beginnen langsam so ein bisschen den Körper abzurollen. Die Arme entlang, erst außen, dann innen. Wechseln die Seite. Erst außen, dann innen. Und ihr merkt hoffentlich, wie entspannend das ist. Auch die Beine, erst die Oberschenkel, außen und innen. Den anderen außen und innen. Und je nachdem,
Wie viel Druck ihr wollt, könnt ihr Druck zugeben oder auch etwas zärtlicher mit euch umgehen. Hauptsache, es gefällt euch selbst. Wer es kann, geht weiter nach unten, an die Unterschenkel, außen, innen und auch hier außen und innen. Dann können wir versuchen, einmal oben im Nackenbereich etwas zu rollen. Ach, ist das schön. Besser wäre es natürlich, es wäre jemand da, der es mit euch machen würde und euch den Rücken massieren würde. Wenn er da ist, fragt ihn oder sie auch den Rücken, soweit es geht, nach oben und genießen. So, liebe Leute, das war's mal wieder hier aus dem Kulturzentrum Staaken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Übungen könnt ihr natürlich machen, so viel, so oft ihr wollt. Könnt sie einzeln machen oder im Zusammenhang. Ihr findet bestimmt irgendwelche Küchengeräte, die ihr nutzen könnt. Lasst euch einfach irgendwas einfallen. Wichtig ist nur, Bewegung tut gut und Bewegung macht Freude. In diesem Sinne wünsche ich euch also eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.